Hey meine Rambas, ich bin wieder ganz froh, euch begrüßen zu dürfen zu World of Tanks und dementsprechend will ich euch mal wieder und den lange nicht mehr gezeigten KV-85 zeigen. Morpheus, der Stahlkäfer, spielt den, hat hier doch schon das ein oder andere Mal Ruhm und Aufmerksamkeit bekommen, weil es einfach ein guter Spieler ist und spielt hier auf Steppen eben den KV-85 als Top-Tier und ich sage euch so viel schon mal jetzt, das wird eine schnelle, damage-lastige Runde und Kills macht er dazu auch noch. Also mehr als hier kann euch gar nicht, könnt ihr euch gar nicht wollen. Das ist, also mehr geht gar nicht. Ich sag nur schon mal so viel weg. Das ist geil. Jetzt sind wir aber mal gespannt, was er hier treibt und was er reißen wird. Weil gerade das finde ich ja immer das Schöne bei den Replays, bei so richtig spitzen Replays, dass teilweise, wie in diesem Fall, gerade mal 6 Minuten gebraucht werden, um eine Bombenrunde an den Tag zu legen. Hier bekommt aber jetzt erstmal kein Target auf. Also da kann er noch nicht so wirklich punkten. Die Teams selber sind vom Skill her ziemlich identisch, das kann man glaube ich so sagen, ohne jemand dissen zu wollen. Da ist keiner, der jetzt irgendwie großartig herausragt, bis auf ihn selber natürlich. Jetzt hat er dann VK offen und den trifft er. Und ich kann euch auch schon mal jetzt sagen, das war der erste und wird auch letzte Kill sein, der über eine Distanz von über 300 Metern passiert ist. Alles andere wird sich unterhalb abspielen. Hier bei Begegnungen muss man eigentlich ein bisschen das Tempo anziehen, nicht dass der Gegner cappt, weil dann wird es unangenehm. Aber wie gesagt, jetzt dreht er dann gleich auf. Und jetzt wird es gleich richtig spannend. Vermute ich zumindest, weil die Zeit vom Replay ist gar nicht mehr so lang. So, der VK hat noch ein HP, den verschießt er leider. Kriegt vielleicht nochmal die Chance zum Nachsetzen. Jetzt kann er in Ruhe aimen. 1 HP. Den nimmt er mit. So, da jetzt der nächste VK. Oh, verschießt er ein bisschen zu weit nach vorne. Aber jetzt steht er und jetzt kann er viel schöner, viel länger aimen. Und zack, müsste er ihn wegmachen. Genau, da killt er ihn. Gegner steht im Cap und jetzt passiert genau das, was ich meinte. Jetzt wird's hektischer, das heißt, jetzt müssen sie alle schneller Richtung Cap fahren, haben aber hier den Vorteil, dass sie eine schöne Zangenbewegung bilden können. So, jetzt muss er auf den Japano-Tiger drauf. Ich halte ihn ja nicht als so guten Sechser, aber da sind Geschmäcker verschieden. Auf jeden Fall ist dieser jetzt tot. 3 Kills hat er aktuell. 5:5 steht's. Und derzeit auch nur einer, der decappen kann, der KV-1 nämlich. Und selbst der kann nicht wirklich decappen. So. Die Arte ist hier offen. Verschießt hier leider. Aber Lux und Crusader hat er von sich rechts. Auf die geht er jetzt mal zuerst. One-Shot auf den Lux mit Auto-Aim. Und Crusader will er nochmal das gleiche machen. Jetzt aimt's ein, ganz entspannt. Und der Kill ist da. 5 Kills hat er aktuell. 8:7 steht's. Da ist ein KV, der steht hier. Und geht nicht auf. Ah, schade. Hat er nicht geklappt. Und dass er diesen Kill jetzt gerade nicht bekommen hat, das wird ihn gleich noch ärgern. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Gegner ist fleißig am Cappen, aber die Jungs kommen jetzt zurück und dann, wenn man im Cap steht und die Leute kommen um einen oben herum, dann ist es hier unglaublich schwierig, da sich nochmal zu befreien. Das kann man auch schon mal sagen. So, Auto-Aim. Der war schön. Schön auf den Aal. So, man sieht, er bleibt jetzt gar nicht großartig stehen, sondern er will Richtung Cap. Der Aal bleibt dafür stehen.
So, jetzt fahrt er weiter auf dem VK. Verschießt hier. 30 Sekunden hat er noch. Also, genug Zeit. Schöner Hit. So, jetzt muss er genau auf den KV hier drüben aufpassen. Nicht, dass der ihn nochmal da die Seite gibt. 15 Sekunden. Jetzt wird es dann nochmal eng. Aber unten habt ihr auch noch Leute, die ihm helfen. 10 Sekunden. 7 Sekunden. Jetzt wird es enger. Aber jetzt laufen sie rein und jetzt hat der Gegner in der Regel keine Chance mehr. Da hat er decappen können, sehr wichtig. Und jetzt stehen sie drin, jetzt können sie nichts mehr machen. 7 Kills hat er, es wird leider, und das muss man schon so viel sagen, keine Pools-Medaille. Die hat er sich nicht verdient, beziehungsweise nicht bekommen. Trotzdem macht er den Kill noch und den 9. Macht da auch noch der Jagdpanzer. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis bald, euer Alcaramba.